Wir haben alles auseinandergenommen hier. Wir haben mit den Zivilisten gehandelt. Wir haben unseren Antrieb. Wir sind jetzt bei knapp unter der Kapazitätsgrenze für 4 Hyperraumantriebe. Das heißt, wir können jetzt springen. Und wir müssen auf jeden Fall. Oh, warum können wir Hyperantriebe 0 von 4? Okay, die müssen noch geladen werden. Ich aktiviere mal. Und jetzt wird der 4. geladen. Okay. So, jetzt sind wir bereit. Und die Hyperantriebe gehen auch nicht kaputt. Zack. Sprung. So, hier haben wir alles. Hier haben wir Piraten getroffen und alles auseinandergenommen. Erkunden wir mal das System ein klein bisschen. Hier sind überall noch Schiffswracks, aber wir brauchen Wasser. Hallöchen. Das ist doch mal ein System, was mir gut zu Gesicht steht. Hier landen wir doch mal. Da gibt es Wasser, Wassereis, da gibt es Hyperium, da gibt es Energium, da gibt es ein Schiffswrack da hinten in der Ecke. Das sieht doch super aus. Dann setzen wir uns mal hier so hin. Stationieren. Und dann mache ich mal kurz Pause. Und erstmal nehmen wir das Hyperium, das Energium und das Wassereis. Geil, gleich 11. Und dann machen wir mal direkt unser Away-Team. Oh, und Prost, Humpalaki. Mein Gott, und ich habe auch noch 3 Physiken offen. So. Wo ist mein Away-Team? 2. Ihr macht gerade Pause. Das tut mir leid. Wir müssen uns das andere Schiff angucken. So, erstmal das Away-Team ins Shuttle einsteigen. Edelhack, was ist falsch? So, und das sieht nach einem spannenden Schiff aus. Dann docken wir mal hier hinten an. Falscher Channel Chat. Okay. So. Oha. Hier in diesem Schiff gibt es anscheinend eine große. Sind viele, das kann man daran erkennen, dass so organische Strukturen an den Wänden sind. Ich mache mal die Wände größer, sieht man so, ne? Die sind so überzogen von irgendwelchem Zeug. Und da drin könnten wir auch auf diese fliegenden Aliens treffen, die uns echt Kopfschmerzen bereiten können. Aber unser Away-Team ist ganz gut aufgestellt, was Schießen angeht, glaube ich. Oh, und da ist direkt so ein dickes Ding. Da war direkt so ein Sack. So ein fliegender Luftsack. Mach mal da auf. Und komm mal zurück. Super. Mal ganz vorsichtig hier hingehen. Da war doch eben ein fliegender Luftsack. Jetzt schießen wir erstmal die Eier kaputt, die da stehen. Aber ich gehe nicht einfach in den Raum rein, sondern ich bin vorsichtig. Der kann nämlich ganz schön. Oh, da sind gleich 3. Da sind gleich 3. Dann gucken wir mal, dass wir uns vor die Tür stellen und einen dazu verleiten, hier rüber zu kommen. Hallo, wo seid ihr? Da ist einer. Muss mich jetzt nur sehen. Und kommt hoffentlich rüber. Also 3 sind echt. 3 auf einmal sind echt fies. So, noch einmal hin. So, und jetzt kommen in unsere Richtung. Da ist einer.
Oh, und er hat direkt mal getroffen. Huiuiuiui. Weirdbeat hat ein bisschen was abgekriegt, aber Gott sei Dank nicht viel. Ist da hinten rausgekommen, ne? Ist da um die Ecke geflogen. Machen wir hier auch mal die Tür auf. Da sind Dokumente. Dann holen wir uns erstmal hier Dokumente, Dokumente, Dokumente. Also das wird, genau, Credits sind das. Sehr schön. Oh, wir müssen mal dringend Sauerstoff holen. Atmen nicht vergessen. Ja, stimmt. Ich werde auch gleich Logs vorlesen. Torben aus dem Norden anstatt Physik. Nein, nein, anstatt Physik nicht. Ich werde auch die Physik machen, aber ich werde jetzt gleich auch Logs vorlesen. Ich wollte jetzt alles mal organisieren, dass wir wenigstens einen Sprung gemacht haben und alles bereit ist. Und dann müssen wir hier dieses Schiff auseinandernehmen. Dann mache ich die Geschwindigkeit so auf eine Stufe ein bisschen höher. Und dann, falscher Knopf. Und dann werde ich mal zwei, drei Logs vorlesen, auf jeden Fall. Und vielleicht noch eine Physik machen. Oder so. So, kommt noch mal ein bisschen näher. Da hinten ist auch noch einer von diesen fliegenden Windbeuteln. Also ich habe da schon mal richtig fies auf den Sack gekriegt. Und wenn die dich bewusstlos machen, dann fangen die an, dich in einen Kokon einzuspinnen. Und kleben dich irgendwann an eine Wand. Und dann musst du ein Rettungsteam losschicken. Und wir haben ja jetzt gerade erst die Leute mit den besten Shooting-Skills in unser Away-Team gepackt. Genau aus dem Grund, weil sie die besten Shooting-Skills haben, ne? So. Ich würde jetzt mal... Oh, Sonnenkollektor ist erforscht. Sehr schön. Ich würde jetzt mal erstmal... Achso, nee. Geht mal hier lang. Erstmal wird hier hinten weiter erforscht. Und da haben wir ein neues Crewmitglied. Edelhack, bist du noch da? Die Chancen für dich steigen. Oder die Chancen sind da, dass du gleich sogar zur Crew gehörst, wenn du möchtest. Nur wenn du möchtest. So, dann können wir hier in der Dings auch nochmal ein bisschen Sauerstoff ziehen. Oh nee, da war nicht genug Sauerstoff drin. Wo war noch ein Ei? Wo war noch ein Ei? Hier hinten? Nee, ne? Ja, da hinten ist noch ein Ei, aber hier flitzen auch noch fliegende Windbeutel und andere Aliens rum. Also deswegen bin ich mal so ein bisschen erstmal quasi eine kleine kleinen Umweg gegangen. Und jetzt müssen wir auch schon mal wieder zurück und uns nochmal am Shuttle Sauerstoff holen, bevor ich dann hier reingehe. Aber, oh, ja, und da ist es direkt passiert. Wir sind direkt in so ein Viech reingelaufen. Und Captain Aaron geht's nicht gut. Seht ihr? Captain Aaron und Weirdbeat haben nicht nur ein bisschen Lebensenergie verloren, sondern sind jetzt auch sehr, sehr erschöpft. Also die kriegen das mit dem Schießen nicht mehr so richtig auf die Kette. Aber ich benutze jetzt trotzdem weiter noch ein bisschen. Gelbes ist noch da. Also der gelbe Balken, der mittlere Balken, sagt darüber aus, wie viel Kraft sie noch, also wie müde oder wie erschöpft sie sind. Und okay, Captain Evan einmal bitte ins Shuttle, Weirdbeat auch einmal, nein. Also, Weirdbeat ins Shuttle. Horstie hierhin. Fockaffe dahin. Und Captain Evan in Shuttle. So. Horstie und Fockaffe müssen das alleine machen. So. Und ihr beiden zieht euch mal Sauerstoff. Genau. Da ist noch ein Ei bei den Triebwerken. Ja, das habe ich gesehen. Ich glaube, ich habe es jetzt auch weggemacht. Und da hinten haben wir ein neues Crewmitglied. Ich gehe mal erstmal hier hin, um alles aufzudecken. Dann weiß ich auch, ob es hier noch Aliens gibt,
die wir uns vorknöpfen müssen. Ist auf jeden Fall ein seltsamer... Okay, jetzt haben wir es erforscht. Das sind keine Aliens mehr da. Dann würde ich mal sagen, holen wir den die Person, die da drin steckt, mal raus. Fockaffe kümmert sich drum. Und dann haben wir ein neues Crewmitglied. Und ihr kennt die Prozedur. Jeder, der gerne... Super. Rosemary. Rosemary, komm mal mit. Jeder, der gerne mit in der Liste stehen möchte, den wir dann erwürfeln, der sollte sich jetzt kurz im Chat melden. Genau, alles auswählen, alles ausräubern, dann hier mal alles einsacken. Und wir setzen mal alle Leute, die wir haben, Direktbefehl runter und dich auf Direktbefehl weg. Und Rosemary wird Heimatschiff festlegen, dieses hier annehmen. So. Yeah, Crew. Sehr gut. Also Rosemary sitzt jetzt im Shuttle, aber wir können sie trotzdem uns mal angucken. Rosemary wird bald einen neuen Namen haben. Gewöhnt euch also nicht dran. Rohstoffabbau richtig hoch. Das ist super. Bauen und Fertigung auch. Super. Wir brauchen jemanden mit hoher Fertigung und Rohstoffabbau haben wir auch nicht wirklich viele. Das heißt, das ist ja mega. Tiefbohrerin und Feigling ist sie. Und wir gucken mal. Wir gucken mal, wen es denn trifft. So, gehen wir mal. Horsti sammelt schon mal Sachen ein. Wo ist denn Captain Ann? Captain Ann ist bewusstlos. Hoffe. Ja, Fockaffe trägt Captain Ann auch direkt mal in ein Bett oder in die Krankenstation. Das ist super. Und Weirdbeat muss auch ganz dringend schlafen und in die Krankenstation. So, dann haben ganz viele Leute sich gemeldet. Und ich muss mal gerade gucken. Ich habe es nicht manipuliert, mein lieber Mirko. Ich habe es nicht manipuliert. Herzlichen Glückwunsch. Du gehörst jetzt zur Crew. Edelhack. Rosemary ist Edelhack. Und du kannst hier auch wahrscheinlich... gucken wir mal. Ja. Möchtest du Edelhack oder Lindwurm? Du kannst ja auch Farbkombinationen aussuchen. Also hier... Ah nee, du kannst ja nur verschiedene Grüntöne aussuchen, welches Grün du gerne haben willst und ob du auch eine grüne Hose haben willst oder eher eine graue Hose. Farbpalette, Spieler. Nein, wir können tatsächlich alles ändern. Du kannst die komplette Farbpalette haben. Lieber Lindwurm, alles klar. Lindwurm. Rot, dunkelschwarz. Rot. So, das ist, glaube ich, das dunkelste Schwarz mit Handschuhen oder ohne? Ne, ist beides mit Handschuhen. Das ist, na, das geht eher ins Blau. Ja, rot-schwarz. Du bist ein Redshirt. Ein dunkles Rot. Ich glaube, ich habe kein dunkleres Rot. Das Rot vielleicht noch. Ich mache mal das etwas dunklere Rot. So. Gut. Das heißt, wir haben Lindwurm mit dabei. Und Lindwurm sollte wahrscheinlich... Wir gucken mal gerade. Lindwurm sollte wahrscheinlich in die andere Schicht. Lindwurm hier. Zack. Und jetzt brauchen wir hier mal... Wir haben hier 6 Betten. Wir sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10. Okay, wir sind 10 Leute. Wir brauchen noch nicht noch ein zusätzliches Bett, aber bald. Und gut, dass wir jetzt so langsam unsere Nahrungsmittelgeschichte einigermaßen unter Kontrolle haben. Und das künstliche Fleisch kommt jetzt auch langsam um die Ecke.
Hier sehe ich, ist was frei geworden, aber nur bei Nüssen und Samen. Gut, da können wir ein künstliches Fleisch mit reinpacken. Genau, und wir brauchen noch, das haben wir nämlich gar nicht gemacht, wir müssten noch mal Einstellungen, nee, nicht Einstellungen, unser Schiff umbenennen. Im Moment heißen wir HSS Pelagios. Habe ich überhaupt gar keine Verbindung zu. Im letzten Anlauf, als wir noch Alpha 13 gespielt haben, waren wir die Nostromo in Anlehnung an Alien, beziehungsweise auch an unsere Kerbal Space Program Kampagne. Wenn jemand einen guten Vorschlag hat... Oh, das ist großartig. Fockaffe, yeah. Herz aus Gold. Herz aus Gold ist super. Rosemary's Baby. Nein, Rosemary gibt es nicht mehr. Luminos... Nein, nicht Titanic. Luminos, Edelhack, gib mir mal, welcher Film oder welcher Kontext ist das? Oder ist es einfach nur ein cooler Name? Herz aus Gold finde ich schon mal nicht schlecht. Die Herz aus Gold. Herz aus Gold ist erstmal... Wir werden wahrscheinlich jetzt noch nicht sehr bald, aber wenn wir ein zweites Schiff dazu bekommen... Oh, Frachtschiff aus Andromeda, okay. Firefly. Nee, ich bleibe jetzt erstmal bei Herz aus Gold. Und wenn wir ein zweites Schiff dazukommen, Herz aus Gold finde ich einfach super. Das ist mega. Das gefällt mir. Okay, wir haben noch zwei Gefangene. Das heißt, die könnten auch demnächst nochmal überlaufen. Und vielleicht... Vielleicht. Haben wir da noch ein neues Crewmitglied. Also es wird langsam mit 10 Leuten. Also da brauchen wir das hier schon. Wir haben jetzt schon 3 Hüllenblöcke wieder. Ich könnte wahrscheinlich hier hinten nochmal einen neuen Bereich machen für noch ein Hochbeet. Aber ich will jetzt erstmal sich das ein bisschen eingrooven lassen. Okay, R. McCooney sekundiert Herz aus Gold. Duddle Nation, du weißt, Herz aus Gold sagt dir nichts. Duddle Nation, um Gottes Willen, Herz aus Gold hat... Ja, Herz aus Gold ist das Raumschiff, das Zephyr Beeblebrox stiehlt in Per Anhalter durch die Galaxis mit dem unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Um den Computer Deep Thought zu finden, der die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem ausgerechnet hat. Das ist die Herz aus Gold. Aus dem Anhalt, per Anhalter durch die Galaxis. Vermutlich vor meiner Zeit. Per Anhalter durch die Galaxis ist ein zeitloses Buch, was man lesen sollte. Und es gab einen Film von 2008, 2012 oder so. Ich weiß nicht von wann. Es gab einen Film, wo auch die Herz aus Gold vorkommt und Marvin und so. Also, ja. Artworks. Und nein, es gibt den Anhalter nicht als Film. Den Film, den es gab, Per Anhalter durch die Galaxis, siehst du als nicht verbunden mit dem Buch. Ja. Stimmt, es gab auch eine BBC-Serie. Ja. Aber ja, die Bücher sind toll. Der liebe Herr Adams ist nur leider viel zu früh gestorben. Ich hätte auch gerne... noch mehr als 2 Dirk Gently Detektivgeschichten gelesen. Oh, ein Hörspiel gab es auch. Ja, richtig. Also Per Anhalter durch die Galaxis, geil, großartig, tolle Science Fiction. Ich bin mit der Herz aus Gold sehr zufrieden. So, wir haben vom Starfarer einen weiteren Beitrag. Wisst ihr was? Dann machen wir doch mal... ich mach mal hier ein bisschen näher ran. Und
ja, auf normale Geschwindigkeit und dann würde ich sagen, ich lese einen den dritten Dateneintrag aus Starfarer, weil das haben wir schon einmal gelesen, die ersten beiden. Ich lese mal den dritten und dann werden wir irgendwann auch mit der Tranquility anfangen, aber den dritten Beitrag und danach machen wir mal erstmal ein kurzes Päuschen. Also, es muss ja noch super viel abgebaut werden. Also lesen wir mal den dritten Eintrag der Starfarer. Und ich finde es großartig, hier in dem Spiel, die Logbucheinträge sind richtig toll geschrieben, aber ich vergesse es auch immer, die zu lesen. Aber ich freue mich, dass ihr mich daran erinnert habt. Also, Starfarer, Log-Eintrag 3. Auf den Helden finden. Mit diesem System haben wir einen Volltreffer gelandet. Es gibt hier genug Mineralien, um uns für, naja, für eine lange Zeit mit Ersatzteilen und Baublöcken versorgen zu können. Wir haben mehr davon, als wir an Bord lagern können. Also haben wir sie dann genutzt, um einen neuen Frachtraum zu bauen. Hamilton beschwerte sich, dass das Schiff dadurch jetzt Schlagseite habe, aber es macht nicht wirklich einen Unterschied. Sandra meinte, unsere Wasservorräte wären auch voll. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben genug, um uns in den nächsten Monaten keine Sorgen um Luft und Trinkwasser machen zu müssen. Kata musste daran natürlich wieder etwas Negatives finden. Laut ihm macht das Ganze uns zu einer attraktiven Beute. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwelches Piratenpack davon Wind bekommt, dass da ein bis zum Rand mit Nahrung und Wasser gefülltes Schiff durch die Gegend fliegt, meinte er. Ich muss zugeben, dass auch ich mir Sorgen mache. Kata hat recht. Und wir haben uns für 5 Besatzungsmitglieder nur 3 Pistolen an Bord. Es ist meine Aufgabe, die Besatzung zu beschützen. Und was tue ich? Mache ich sie zu einer Zielscheibe. Ich. Aufzeichnung anhalten. Pause. Fortsetzung. Das war Victor. Er sagte, er hätte gehört, dass ein alter Freund von ihm in unsere Richtung unterwegs sei. Und er meinte, dass dieser Freund vielleicht überredet werden könnte, mit uns zusammenzuarbeiten. Gemeinsam ist man schließlich stärker, nicht? Ich muss zugeben, dass das noch gar keine so... Ich muss zugeben, dass das nach gar keiner so schlechten Idee klingt. Ende des Eintrags. Okay, dann würde ich sagen, hier läuft es. Wir haben keine ausstehenden Verrichtungen. Wir sammeln gerade noch Mineralien tatsächlich noch von weiter weg ein. Das Schiff wird weiter auseinandergenommen. Ein idealer Zeitpunkt für eine Pause. Wir haben unsere Wasserkrise überwunden. Wir haben wieder Wasser. Wir haben genug Dünger. Ganz hervorragend. Ich guck mal nach dem kleinen Hundibundi. Vielleicht möchte er wieder mit nach oben. Aber ich glaube, ich lasse ihn unten. Denn es ist zwar schade. Ich mache mich mal gerade wieder groß, dann kann ich die Schnubbicam hier auch mal ausmachen. Ja, es ist zwar schade, dass der Hund. Aber ich glaube, ich lasse ihm seine Ruhe. Eben war er nur nervös und so. Also mache ich die Schnubbicam mal wieder aus und ich mache eine Pause und nach der Pause gibt's auf jeden Fall eine Physik mindestens. Ich strecke mich auch nochmal und wir gucken mal, dass wir irgendwann auch nochmal ein paar Logs vorlesen.